Oh, Leute, was geht ab, Leute, Hunger? Heute mal wieder mit einem Tipp. Momentan ist ja richtig leid mit der Freundesliste beim Verschicken und Öffnen der Geschenke, dass halt immer wieder nach oben springt. Und leider habe ich kein Wundermittel, leider habe ich keine Lösung dafür, wie letztens mit dem iPhone und dem Raid und Arena-Problem, dass man da einfach auf Englisch umstellen kann und schon ging es wieder. Das wurde übrigens wieder behoben, endlich, also ihr könnt ganz normal wieder auf Deutsch umstellen. Dafür habe ich leider keine Lösung, also kein Wundermittel, um das Problem jetzt mit der Freundesliste komplett zu lösen. Was man aber machen kann, was zumindest praktischer ist, als einfach nur die Leiden sich ergehen zu lassen, ist hier nacheinander einfach, zum Beispiel, könnt ihr machen wie ihr wollt, aber zum Beispiel das Alphabet durchgehen. Dann hier zum Beispiel A und dann kommen alle Freunde mit A. Und dann könnt ihr die hier zum Beispiel mit Geschenken beglücken. Wenn das halt nur nicht immer hängen würde mit Bildschirmaufnahme und Geschenken. Okay, ich hätte nicht drauf drücken sollen, weil das ist nicht so toll. Kennt ihr das? Ihr nehmt ein Video auf, mittendrin bleibt die Kamera hängen, ihr merkt es nicht, ihr redet ungefähr 3, 4, 5 Minuten noch weiter, beendet das Video. Ey Mann, also wir müssen jetzt nochmal einen Teil nochmal drehen. Ich mache den Screen Recorder nicht nochmal an. Ist glaube ich dahin geblieben, wo ich noch über die Freundesliste geredet hatte. Also, gebt einfach die Buchstaben ein und dann habt ihr halt natürlich nur einen Bruchteil der Leute. Und dann, selbst wenn es dann wieder hochspringt, dann ist es halt nicht so schlimm bei 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten. Bei S habe ich glaube ich richtig viele, da sind es auch schon 20, 30 Leute. Aber ist halt weniger schlimm, als wenn ihr da eure Freunde, volle Freundesliste habt mit 200. Scrollt runter, macht ein Geschenk auf, seid wieder oben, müsst wieder runter scrollen. Springt wieder drauf und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Ist zwar immer noch vollkommen unpraktisch, aber ist ja besser als nichts. Und ja, hoffentlich wird das demnächst mal gefixt. Es hätte eigentlich schon mit dem nächsten Update gefixt werden sollen. Aber das wurde zurückgezogen, weil zu viele Fehler in dem Update waren. Typisch Niantic halt, ein Fehler beheben und dann kommen einfach zwei neue. Ansonsten ist halt heute Rage-Runde. Euch viel Glück, viel Erfolg. Alter, ich fühle mich so doof, weil ich das gerade einfach zum zweiten Mal erzähle. Ist ja ein bisschen unauthentisch, aber egal. Letzte Woche ist mir was Krasses passiert. Was heißt Krasses, aber Persönliches. Während der Rage-Runde Stress mit der Gruppe und sowas. Erzähle ich euch vielleicht noch. Kommt drauf an, ist halt... Schauen wir mal. Auf jeden Fall euch viel Glück, viel Erfolg heute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Zum zweiten Mal.